Oh, Alter! Oh, Alter, ihr seid nicht ganz dicht! Alter, die Jumpscares sind richtig krass! The gap between the door reveals a separate reality. The only me is me. Are you sure the only you is you? Naja, also, wenn du mich so fragst, eigentlich schon. Oder gibt es noch irgendeinen anderen Seth, von dem ich wissen sollte? Ja! Das sieht ja gar nicht mal so geil aus, muss man ja mal sagen. Es ist die realistischste Aufsteher ever. Und damit herzlich willkommen, liebe Freunde da draußen, bei eurem Seth und bei Silent Nights. Vielen lieben Dank an Jakob für die Empfehlung hier. Und die Entwickler sind richtige Schlawiner. Sie haben nämlich einfach mal Silent Hills PT genommen und es in eine PC-Version transferiert. Hatten wir schon mal bei Punity unten in der Videobeschreibung, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Und ja, ich bedanke mich. Alter, ist unheimlich normal drauf, der Typ, ne? Ich bedanke mich bei euch auf jeden Fall, dass ihr eingeschaltet habt und dass wir dieses Ding hier jetzt zusammen bestreiten können. Oh, ach, ich nehm's zurück. So übel ist es eigentlich gar nicht, muss man ja mal sagen. Ah, es ist 9:30 Uhr, also perfekte Geisterstunde, ne? Ich muss mal langsam ins Bett. So, was hat man hier? Ach. Okay, das ist seitenverkehrt. Ja, gehen wir mal einen anderen Weg, ne? Abwechslung braucht ja der Mensch, würde ich sagen. Was haben wir hier? Oh, ich will unbedingt da so eine Tomate, die da liegt. Kleine Snack-Tomaten bereitgelegt. Ach, und Pappfiguren von Bier. Der Typ hat ein mega trauriges Leben. Also eigentlich tut er mir ja ein bisschen leid. Nein, da kommen wir noch nicht rein. Was zur Hölle ist dies? Eine Glühbirne? Keine Ahnung. Keine Ahnung, was das sein soll. Davon hängt auch was. Alter, die haben wirklich hier... Alter, wenn ich solche Kinder hätte, also, ich würde mir ja was überlegen, Freunde. Das haben sie von dir, Schatz. Das haben sie von dir geerbt. So, können wir hier raus? Wahrscheinlich nicht. Ah, Plot-Twist, ich hab's geahnt. So, hier stehen wieder die Pappfiguren und natürlich wieder die gleichen Bilder. Oh, da ist ein Schlüssel. Kann man den Schlüssel nehmen? Ich habe seit Pineview Drive noch nicht genug von Schlüsseln. Alter, die haben ja wirklich hier die Geräusche übernommen. Das ist ja schon mal nicht schlecht, ne, muss ich sagen. Okay. Frisch gebonert, Freunde. Frisch gebonert. Wir werden mal schön auf unserem Arsch landen. Und so langsam vermute ich, dass hier Dinge geschehen werden. Dinge, die sich nicht erklären lassen. Dinge, die uns das Blut in den Adern gefrieren lassen. Noch ist es die Innenausstattung auf jeden Fall, die das tut. Wir können ja nicht durch. Aber schon bald wird sich hier einiges ändern. Wer qualmt da in meinem Bad, Alter? Rauchen verboten. Da bummst doch wer rum in meinem Bad. Alter, schert euch da raus. Habt ihr kein Zuhause oder was? Kann ich da irgendwie rein? Kann ich dich aufhalten? Oh, verstehe, verstehe. Das war ein dezenter Hinweis. Alles klar, ich störe euch beiden Turteltäubchen nicht weiter. Macht ruhig, macht ruhig. Meldet euch, wenn ihr fertig seid. Ist aber mal Schluss da. Ich höre sie immer noch, also. Jetzt weiß ich, wie es ist, wenn man dünne Wände hat. Was? Also. So schnell kann sich ja die Stimmung ändern, Freunde. Die Mutti, Junge. Was geht mit dir? Alles richtig gemacht? Ich weiß es nicht, Alter. Alter, was geht mit dem Spiel? Wir haben sie besiegt, ne? Alter, du solltest dich dringend um diese Lampe kümmern. Das ist ja nervig. Okay. Ebene 2 geschafft. Mich graut so ein bisschen vor den anderen. Warum ist es immer noch 9:30 Uhr? Oh nein, jetzt meint das Baby, Alter. Wir bedienen ja alle Klischees, ne? Ist schon klar. Ist schon alles klar. Okay, wir müssen jetzt weitergehen. Und dann geht hinter uns die Tür auf und dann gehen wir zurück. Wetten? Du! Ich hab dich gesehen, Alter! Leugne es nicht! Hör auf, es zu leugnen. Oh, wir werden ein paar Takte reden, Fräulein, wenn ich erstmal oben bin. Huch!
Und ja, was haben wir hier? Oh, das habe ich noch gar nicht gesehen. Sehr schön. Künstlerisch begabt ist er auch. Alles klar. Mensch, jetzt lass mich vorbei. Nicht? Nicht? Okay. Okay. Wie soll... Ah! Gotcha! Ich hab's doch gewusst. Ich hab's doch gewusst. Oh, eine Taschenlampe. Was ist das, Kotze? Alter, es laggt zum Glück überhaupt nicht das Game, ne? Alles safe. Also. Oh nein, das ist das Baby, oder? Oh, Alter. Alter. Ich war hier. Nicht am Leben, aber tot. Du hast mich und das Kind getötet. Und du wirst dafür bezahlen. Alter Kleines, mach ruhig. Papa Sef ist doch da. Papa Sef ist ja da. Können wir jetzt hier... Alter, kann man hier nicht mal Ruhe kacken, oder was? Was geht denn mit euch? Es ist hier eine stressige Wohngemeinschaft, sag ich mal. Oh, sinnlos rumgeboren. Seht ihr, was bei rumkommt? Alter, ist das ekelhaft. Hört auf. Macht, was ihr wollt, aber hört auf. Alter, was soll ich machen? Was soll ich tun? Ich will das nicht. Ich will das nicht über mich ergehen lassen. Kann ich das nehmen? Kann ich damit irgendwas? Kann ich das... Boah, Alter, nee, ich will das. Ich will das eigentlich überhaupt gar nicht. Ich will das nicht. Was mache ich denn jetzt? Ja, da will ich jetzt raus. Es gibt nichts, was ich lieber tun würde, als hier rauszugehen jetzt. Aber wir sind ja mutig, ne? Wir haben schon viel von Horrorspielen gelernt. Das ist alles bloß Pseudo. Die tun immer alle bloß so, als würden sie gruselig sein. Was geht denn jetzt hier? Alter, also, jetzt, du kannst echt hier nicht rumlaufen. Alles klar. Okay. Da sind wohl diverse Schräubchen auch schon ein bisschen locker. Alter, die Performance von dem Spiel ist der absolute Kracher. Okay, jetzt sind wir im Rotlichtviertel gelandet. Ihr seid definitiv im merkwürdigen Teil des Internets gelandet, falls ihr euch jetzt fragt. Hört zu. Was? Ich soll zuhören? Wem denn? Wem denn zur Hölle? Ich muss zuhören. Was denn? Geht's nicht noch ein bisschen unspezifischer? Ah, guck mal hier. Was zum Teufel? Was macht ihr denn? Ich hab das doch gerade erst entdeckt. Sag mal. Da stand you. Du. Hast irgendetwas getan. Oder auch nicht. Oder... Hi. Nee. Nee. Das ist nicht euer Ernst. Alter, ich bin jetzt hier eine halbe Stunde rumgerannt und ich musste einfach diesen verkackten Buchstaben, der da ist, bei der Alten drücken. Alter, wie solche Art von Rätseln liebe. Es macht richtig Spaß. Alles klar, aber wir haben es ja rausgefunden. Wir wissen, mit welcher Art von Rätseln wir es ja zu tun haben. Und wollen uns mal nicht weiter über die Atmosphäre hier beklagen. Denn die ist wirklich... ziemlich eklig. Alter, wer wäscht sich denn da? Hör auf, das Bad voll zu kleckern, Alter. Ich warne dich. Okay. Was macht ihr, Alter? Mythbusters oder was? Was passiert, wenn ich mich da drunter stelle? Nichts. Okay. Okay, das war's schon. Alles klar. Nächster Abteil. Wir mussten uns nur mal kurz drunter stellen. Das Spiel wollte nur testen, ob wir uns trauen. Ja, wir trauen uns, Alter. Du weißt nicht, mit wem du uns zu tun hast. Also nicht das Baby schon wieder. Boah, die ganzen Geräusche machen einen richtig kirre hier. Wo ist es denn? Papa Sef ist doch da. Heilige Maria, Junge. Alter, ich mag das nicht. Ich kann das Spiel nicht leiden. X. Ja, ist das der Buchstabe? Ich verstehe das so langsam. Die scared uns immer und dann kommt irgendein Buchstabe. Den müssen wir drücken, um die Tür zu öffnen. Ah. Oh ja.
Ihr habt nicht mit dem Seth gerechnet. Ihr habt alles aufgefahren, was ihr an Rätselei zu bieten hattet. Aber ihr habt nicht mit dem Seth gerechnet? Bäm, 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 bäm. Alter. Epilepsie incoming. Keep looking. Nach was denn? Mystery lies here. With me? Bring my new toys with me? Deine neuen Spielzeuge, Alter? Ja? Wie sehen die denn aus? Alter. Alter, okay. Wir können da nicht raus. Können wir da vielleicht rein? Oh, Alter! Oh, Alter, ihr seid nicht ganz dicht! Alter, die Jumpscares sind richtig krass! Oh Gott! Mein Herz! Oh, heftig! Alter, also ihr, mittlerweile denkt man ja, ich sollte es eigentlich ein bisschen gewöhnt sein, aber es ist nicht so. Was? Oh nein! Alter, die ist hinter uns! Doch nicht! Alter, guck mal auf den Schatten! Alter, ist das widerlich! Ist das widerlich, Alter! Hört auf! Oh Gott, jetzt müssen wir hier rein. Wirklich? Seriously? Ein J. Okay, okay. Alter, das ist übelst krank mit den Geräuschen. Nein, ich helf dir nicht, Alter. Hilf dir selber. Mach erstmal das Chaos da im Bad wieder sauber, was du da angerichtet hast. Und dann können wir mal weiterreden hier. Ne? Oh Gott, ich will da überhaupt nicht mehr rein in die Räume. Die kommt jetzt sowieso gleich wieder. Ja, hier ist das Kinderzimmer. Ja, schön, was? Dadurch? Was? Dadurch gucken oder was? Okay. Alter, oh. Ja, da kann ich ein bisschen spionieren, Alter. Glory Hole. Da kommt gleich was anderes durch. Du stich mir das Auge aus. Kenner wissen, was ich meine. Alter, Alter! Alter, die Sounds sind absolut krank bei dem Spiel. Das ist ja richtig krass. Oh Gott, jetzt können wir da auch noch rein. Wollen wir? Da war sie, Alter. Ja, ich will dir vielleicht helfen. Ich möchte dir helfen, glaube ich. You got fired, so you drowned your sorrows in booze. She had to get a part-time job working a grocery store cash register. Only reason she could earn a wage at all is the manager liked how she looked in a skirt. You remember, right? Exactly 10 months back. Uns ging's nicht gut. Okay, wir haben unsere Sorgen in Alkohol ertränkt. Irgendwie der Manager hat von der Frau irgendwie immer auf den Rock geguckt. I'm sorry, Lisa. It wasn't me. Ich war's nicht. Ja, sicher. Sicher, dass ich es nicht war. Vielleicht bin ich ja ein bisschen unzurechnungsfähig. Bei dieser Raumausgestaltung ist es auch nicht weiter verwunderlich, würde ich mal so sagen, ne? Da kann man schon mal ein bisschen durchdrehen. Oh Gott, ich hab Angst, Alter. Ich hab so langsam richtig Find me. Wirklich? Ich will die nicht finden, Alter. Keine Versteckspiele, ich mag das nicht. Ich mag nichts davon. Ich mag überhaupt nichts, was mit dieser Idee zu tun hat. Ganz ehrlich. Können wir uns nicht was anderes ausdenken? Können wir sich gegenseitig nur mit Tomaten bewerfen? Ich habe da noch einige liegen gelassen. Da, 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 was bist du? Ein L. Da, ich hab's gehört. Okay, das funktioniert auch von Ferne. Die Tür ist fernsteuerbar. S. Oh, nö. Nö, ne? I. Tut sich da was? Ist das Ding offen? Ich weiß es nicht. Wir müssen hier nochmal rein, oder? Okay. Okay.
Also, ich hab Angst. Mir geht's gerade nicht gut. Ich hab Angst. Heiliger! Ich hätte es wissen müssen. Jetzt geht das Ding hier, oder? Oh, Gott sei Dank. Alter. Nee, ich will nicht mehr in das Bad. Alter, ich hab genug von eurer Scheiße hier langsam. Ich hab voll genug. Ich hab voll keinen Bock hier. Der andere Raum. Der andere Raum ist auch nicht viel besser. Okay, was steht da? Calling you from hell. Ach ja, rufst mich aus der Hölle an? Das Telefon. Wo ist das? Was? 6-3-2-0-4-8. Was? 0-4-8. Was? Soll das so sein, Alter, oder? Oh, heftig. Alt. Sagt er mir die Nummer? Sagt er mir die... Was? Können wir da bitte nochmal drüber reden? Kann ich bitte nochmal probieren? The gap between the door reveals a separate reality. The only me is me. Are you sure the only you is you? Das hast du mich doch schon mal gefragt, Mann. Wirst du dich ja wohl mit meiner Antwort zufrieden geben, oder was? Fängt das jetzt wieder von vorne an? Das kann ich mir nicht so richtig vorstellen, oder? Oder war das das Ende? Doch, es sieht ganz so aus. Das ist irgendwie so eine Endlosschleife. Ich bin mir nicht sicher. Ich guck da mal raus. Vielleicht täuschen wir uns auch. Okay, schauen wir mal. Ich glaube, das sollte passieren. Ich glaube, das sollte alles so passieren. Wir haben schon die Taschenlampe. Das ist nicht der Anfang. Es geht weiter. I don't want to kill you. Ich wollte dich nicht töten. Ich möchte dich nicht töten. I just want to possess you. Ich möchte dich nur... Ich möchte nur Besitz von dir ergreifen. Er wollte, dass ich Gnade walten lasse, aber er kannte auch keine Gnade. Alter, warum ist das immer unser Schicksal? Warum muss das immer so enden? Warum immer so melodramatisch? Welcome to hell. Willkommen zur Hölle. Ja, ja. Alles klar. Mensch, kauf dir mal eine Brille. Was ist los hier mit deiner Optik? Da ist ein leichter Blick drin, würde ich sagen. Marilyn Manson ist auch am Start. Ja? Nee, da steht noch was. Ich will es gar nicht lesen. Calling from hell. Oh Gott, das Telefon. Wir müssen abnehmen. Einmal noch, oder? Alter, ich will das geschafft haben. Ich wurde auserwählt. Ja, das denke ich auch manchmal. Und dann erwache ich von dem Traum. Erwache ich auch aus diesem? Bitte, bitte ja. Bitte ja. Okay, okay, okay. Wir können weiter. Wir können weiter. Sehr gut. Alter, ist das eine kranke Scheiße. Heiliger. Dad was such a drag. Every day he'd eat the same kind of food, dress the same, sit in front of the same kind of game. Kennst du irgendwo her? Yeah, he was just that kind of guy. But then one day he goes and kills us all. Okay, das kenn ich nicht. Hab keine Angst. About the way he did it. I'm not complaining. I was dying of boredom anyway. But guess what? I will be coming back, and I'm bringing my new toys with me. Terminator 4, Alter. Rise of the Dildo-Verkäufer oder was auch immer, Alter. Ich weiß nicht. Es macht mich völlig verrückt, Alter. Oh Gott. Oh Gott, das ist jetzt der geklaute Teaser zu Silent Hills, der am Ende von PT kommt, wenn man es schafft, diese Rätsel zu lösen. Ich bin mal gespannt. Ja, oder? Ernsthaft? Alles klar. Also, deine Kapuze zittert da ein bisschen. Wie so ein Lachs. Okay, alles klar, Freunde. Dann zieht euch mal das Ende von PT rein.
den Trailer zu Silent Hills oder diesen kleinen Teaser, mit dem man dann belohnt wird und findet 10 Fehler. Also, ich kann euch doch mal einen Tipp geben, die Grafik ist es auf jeden Fall nicht. Aber die Arme dieses Typen könnten damit was zu tun haben. Okay, Freunde, ich glaube, wir haben Silent Nights erfolgreich hinter uns gebracht. Alter, es ist auch so geklaut, aber sie haben es geil gemacht. Ich habe mich mega verjagt bei einigen Scares und das war es auf jeden Fall wert. Okay, liebe Freunde, ich bedanke mich bei euch vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, ich hoffe, ihr hattet Angst und ich hoffe vor allem, ihr konntet lachen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, hilft mir wahnsinnig, tut euch nicht weh und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos. Bis dahin, haut rein und ciao!